an den Start bekommen. Mein ganzes Bike ist voller Bier. Ja. Ey, ist das behindert, Digga? Gibt's doch gar nicht. Ja! Dass Eddie das nicht in Ordnung findet, dass wir hier Bier shotgunnen, wir machen das natürlich trotzdem. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Vatertag aus dem Harz. Das Wetter könnte einfach nicht geiler sein. Da sehe ich hier schon die ersten Willike. Guten Morgen. Morgen. Poppen. Muss noch obligatorisch. Warte, ich hol Anlauf und. Ich baue Explosionen ein. Jetzt auch bei Willy Kids. Wecker bra oder habt ihr schon gemacht? Nee. Gut. Er ist aus dem Auto gerollt. Das ist der liebe Patrick. Den haben wir letztes Jahr im Harz kennengelernt. Ein Tipp von der WK, läuft gleich viel besser. Bist Bescheid. Alter, du siehst ja selten fertig aus, Mann. Es geht. Ja? Danke, AWK, für dieses wundervolle Sponsoring. 20MX. Du bist überglücklich, ne? Turn up. Wir sind auch überglücklich. Danke, 24MX, für all den Kram, den sie uns geschenkt haben. Der Instagram-Fashion-Blogger, Digga. Food-Blogger. Food-Porn. Hallo. Hallo, kleiner Freund. Wir neue Freunde gefunden. Als wen? Was? Jetzt sind vorbereitet. Wheelie poppen. Max killing the streets. Aber wir schneiden es nicht rein, weil wir sind jetzt Familiencontent. Blitzer.de. Ich sehe jetzt auf 200 km/h über Set. Go. 200. Ich dachte 220. Naja, irgendwie so. Dittler denkt sich so 200, ich kann meinen sechsten Gang nicht mal ausfahren. Ah, Lüge. Bist du in Wartungsposition gerade, oder was? Ich hab Bock, aber was? Hagen endlich mal den Scheiß auf die Reihe bekommen. Ja, Hagen, der braucht nur rumschreien. Der ist ja tausends, Mann. Wuhu! Herzlichen Glückwunsch. Blubber, 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 blubber. 5 Euro weg. Zeichne gleich den Restbetrag auf bei dir, damit du ja, ich film Restbetrag. Ey, warum für 13? Er muss ein bisschen höher machen. Ja, jetzt, nein, mach noch. Oh Gott, jetzt. Yo, lang. Alles raus. Ja. Sie wird wieder ranzig, back to the roots. Einmal Harz überlegt. Aber Kettenradschrauben sind fest, oder? Die sind fest. Ja, die sind gelockt halt. Aus gelernten breiteren Reifen. Der hat den Rahmen gepulvert. In die Wunde. Da ist die Kette oder was wahrscheinlich, ja, ne? Ja, na klar. Das ist mir ein Steinschlag. Oh. Der Reifen ist doch viel zu schmal. Das ist so wie beim ML hier bei Max. Felgebeschützte Reifen. Das sind auf jeden Fall hier die richtigen Eiskaffee-Poser. Und ja, wir sind schon Kurven gefahren. Gucci. Zwischenbilanz vom ersten Rideout. Harley läuft, MT-07 läuft super. Dittler, Kettenradschrauben sind noch am Step, aber Felge zerditscht. CBR wirft Fehlercodes, bei dir läuft alles. Und Max säuft nur hinter der Soundröhre. Ehrlich? Ja. Alle kurz warm laufen lassen. Ganz genau. Weil wir sind ja verantwortungsvolle Tourenbesitzer.
go. Ey, das ist cool, Mann. Nicht umdrehen. RIP Harley an dieser Stelle. Guter gebrauchter Zustand. Sit it with the boys, baby. Gar keine Stripes, Mann. Macht ja gar keine Stripes. Digga, der Hinterreifen ist burned einfach. Er stinkt nur. Dann das war's, Blatt. Das war lächerlich, Mann. Das war lächerlich, ein Gummiläs. Ja, da, zweiter Gang, Blatt. Mama, zweiter. Let's go, baby, let's go. Woo! Kauft Merch, Digga. Digga, der ist 12 Jahre alt, Mann. Let's go. Robin. Hey, Robin. Was? Hey, Paparoli, los, komm. Ignoriert. Robin. Lächerlich. Alle sagen, Robin ist lächerlich. 3,2 ist lächerlich. YTS zack gegen Hamburg. Alle sagen, Nazi-Fan. What's poppin', Mann, vom Solarwerk. Offizielles Roli-Tutorial mit Claudio auf seiner 450 XC 2018. Let's fuck. Hör zu erstmal. Sonst hört man nicht so mal auf deinen Finger hier ran. So wie du dich super fährst. Im zweiten Gang 10 km/h. Lehnst dich einfach nach vorne, drückst bis in die Bremse und gibst einfach gegen die Bremse Gas und dann dreht sich das. Ohne, so also kannst du sogar ohne Kupplung, aber mit Kupplung ist natürlich leichter. So wie beim Wheelie hoch. Einfach so. Wir verleiten die Dorfjugend jetzt auch noch dazu, ihr Material zu schrotten. Komm mit, komm mit! Ein bisschen zu viel Bremse gemacht, ein bisschen zu wenig Gas. Einmal kurz Gas zu. Und das ist natürlich, es muss eine konstante Bewegung sein. Ein kurzes Tutorial, wie man Rollies poppt, Digga. Geht. So sehen zufriedene Kunden aus. Ey, Digga, ist voll geil. Let's go. Eigentlich von Habikon, es wird gleich viel besser. Let's go, baby. Glitzer! Roli! 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 Wirklich 19 Uhr. It's fucking hidden, man! Roly season, baby! Fuck, Digga! Was geht ab? Oh, Digga! So, dann weg! What? Digga! Fucking! Ja, pick diese Straße, Mann. Pick sie einfach. Ja, what the fuck is going on, man? Oh, die ganze Zeit, die
hast es so lange weg mitgefickt, aber noch, Digga. Hilfe mit dem Boy. Ja, Alec, man. Poppin', die poppin', die poppin', die poppin'. Sag nochmal kurz für die Cam. Gut. Wen juckt's, Digga? Keine Ahnung, aber die haben vorne gerade rausgezogen. Die stehen hier vorne direkt, die kommen jetzt. Wow! Wen juckt's, sag das raus, Digga. Cinnamon! Holy season with the boys, baby, let's go! Wow! Das sind übrigens die Cops gerade. Digga, wir werden gleich von unserem Homeplace hier vertrieben. Wen juckt's? Ja, aber genau. Das Gute ist, die halten erstmal die 125. Ja, die labern erstmal die Simson-Fahrer voll, Mann. Wen juckt? So ist 0,nada gut. Wen juckt? Ha! Abend. Bitte? Das wollen wir nicht. So, wer soll das denn gewesen sein? Keine Ahnung. Ich wollte nur mal anmerken, wir sind aufgeklärte, vernünftige Jugendliche und. Hamburg. Nee, wir halten uns zurück. Also das waren wir auch wirklich. Das war, muss ich dazu sagen, waren wir wirklich nicht. Ja. Also ich kann jetzt nur für meine 4-5 Leute hier sprechen, das waren wir wirklich also nicht. Wir so ganz Kriminelle mit NDH-Kennzeichen, die mit so verlängerter Schwinge und so, die sind hier rauf und runter. Wir haben auch gesagt, Leute, wir wollen hier irgendwie unsere das Ruhe haben und so. Das geht gar nicht. Wir wollen hier ganz entspannt noch ein bisschen unseren Abend dann verbringen und dann haben wir auch gesagt, Leute, jetzt aber weg hier. Und dann sind sie auch weg. Heute passiert hier gar nichts mehr. Heute ist ruhig, das glaube ich auch. Heute passiert hier gar nichts mehr. Mann, wenn du noch einmal hier lang bist, Paul Wardys werden noch gepoppt, aber es ist sehr gut. Season, let's go, baby, let's hit it. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier, darf, hier ist man Mensch, hier darf man sein, ja? Danke für 24MX für diese Hoodies. Damit sehen wir direkt seriös aus bei der Polizei. Gut, sehr gut, Blair. Irgendjemand hat einen Gang eingelegt. Ey! Nachdem die Musikbox wieder befeuert wurde über den Generator, let's fucking hit it, man! Ein bisschen Whisky obendrauf, let's go! Let's go, baby, let's go! Das ist ekelhaft. Es ist ja herrlich. Also ich muss mal dieses Warsteiner. Gib mir auch mal was hier. Deutsches Qualitäts- mal, laber nicht rum, Mann. Gib mir so hier. Das ist ja noch voll, dann das Ding. Mache. Ja, dann mache. Das ist doch... Es ist wieder Zahnspülung. Die alles Digga, ist das frei. Ballert hier alles rein. Ja, na klar, das geht nicht. Let's go. Das Licht noch an. Es geht nicht. Du, das ist widerlich, Mann. Gib mir meinen Whisky, du Keck, Mann. Das ist mit dem Bier. Digga, halt's mal, Mann. Das ist eine gute Idee. Ja, gut, dann schließ jetzt ab, Blatt, Mann. Schließ den Choice jetzt ab, Mann. So ein blauen See. Nee, irgendwas. Der erste Mac ist ein blauer See. Also, mein ganzes Bike ist voller Bier. Ja, das war ein Dings. Kommst du mit? Ja, klar kommt der mit, Mann. Nächster Tag, 7 Uhr. Kann nicht mehr pennen, weil ich mich erstmal mit dem Kopf falsch rum hingelegt habe und ich jetzt übelst viel Scheiße im Kopfschmerzen sind da. Ah, guckt euch die Straße an, Digga. Wen juckt's, Mann? Und wen's nicht juckt, den juckt es eben nicht. Er denkt sich so, Bruder, ist nicht euer Ernst, Mann. Eigentlich geht Zähne putze, Füße gewasche etc. Aber yeah, Max hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich mal ein bisschen Hinterreifen filmen soll. Die waren ja alle neu. Brandneu. Also bezahlte Reifen. Ich hab gesagt, warum ich das nicht machen will eigentlich. Oh, ich will noch mehr machen. Digga, die sind alle durch auf jeden Fall, Digga. Durch. Guten Morgen! Double Peace, yo! Ich hab das gar nicht so realisiert, dass die ganzen Supermotos sich so hart zerscheuert haben. Alter, Bruder. Und Momme soll Highlight sein, oder was? Das war auf jeden Fall gut vorher. Ja, du hast aber auch Ritten da in der Ecke, da. Da hast du ja aus dem Dritten nochmal rausgefeuert hier. Digga, oder? Ja. Was soll er dazu noch sagen, ne? Fucking get in, man. Wake up, Rob. So, nach 10 Minuten haben es jetzt 2 Leute geschafft zu bestellen. Kein Shoutout an den Ranzladen, Mann. Brannte Erde, egal wo man war, selbst beim Bäcker. Mach mal was Gutes.
Nee. Cool, gut für Video. Touren fahren? So, jetzt hier alle Zähne putzen, Stullen, Pakete schmieren und dann geht's los, ja? Das ganze Lager, Mann. Du weißt ja, wie Opa Alfred ist. Heute Morgen war schon jemand da und hat auf. Nee, so einer mit so einer Zange. Ja. Was hat da hinten gebrannt? Weiß ich nicht. Pfand und Müll sortiert? Ja, natürlich. Krank, Digga, krank. Blubber, blubber. Let's go, Eddie. Wo geht's jetzt hin? Digga, 500er frisst alles auf. Ultimativer Vergleich, wer hat mehr geschluckt? MC07 oder dieser kleine Schluckspecht hier. Wir machen das Ding jetzt einmal voll, haben natürlich gleichzeitig getankt. Komm, 5 Liter ist ein bisschen mau, ne? 8,38. Ich glaube, ich werde bei 10 landen. Und eigentlich dasselbe gefahren, ne? Oh, Bruder, ich bin jetzt... Oh, oh. 12. Bruh. Das ist fast das Doppelte, Mann. Ich 8, du 12. Ja, das wäre so krass. Geisterkrank. Was hast du? Eine Biene in der Hose. Gut. Digga, jetzt mal. Um einmal kurz zusammenzufassen, Dittler hat gerade bei 180 seinen scheiß Schirm hier von den Enduro-Dingern verloren, von den Enduro-Helmen. Alter, der ist so hochgeflogen. Ich dachte echt, ein Bike fliegt auseinander. Na, erst dachte ich, es wäre Kotflügel oder sowas. Teil vom Bike. Alter, und jetzt sucht er den hier, aber den in sowas zu finden, wir wissen ja nicht mal wo. Wir waren ja so schnell, wir haben bis da hinten gebremst, bis wir erstmal realisiert haben, was passiert. Armer Dittler. Angekommen am Solarwerk, alles beim Alten. Außer dass Dittler jetzt einen neuen Helm hat. Dittler, wie sauer bist du auf deinen Helm? Tom, aber dafür geht es ja alles wieder, ist jetzt alles wieder beim Alten. Jetzt hast du wieder deinen silbernen Helm. Wir machen den neuen auch noch silber. Sponsoring und unsere Scheißhelme, wenn ihr die endlich mal an Start bekommt. Gut. Es ist ja nicht so, dass wir seit 2 Jahren auf Pyro-Keime waren. Ich versuche zu sehen, dass meine ML-Batterie das zeitliche gesegnet hat. Sponsert uns Wasser. Schieben! Nicht so weit. Scheiß Ding noch knapp, ey. Gut. Ja, lass ihn erst mal ein bisschen laden. Der geilste Scheiß. Der geilste Maul ist das Schokolade. Das ist ein Keks. Komm schon, spring an, Mann. Let's go, man. Ganz langsam. Ja, es ist doch alles gut, kleiner Jack. Wir sind aus der Gefahrenzone raus. So, Alter. Hey, der ist hier für dich. Ja, ich geh weiter. Weg da, ich will Insider, jetzt mach die. Geiler nicht vor den Arsch, geiler nicht vor den Arsch, geiler nicht vor den Arsch.
dich fickt Henrik auch noch. Poppen die Poppen hier. Wir nix flexen. Wir machen jetzt hier ein Loch ein, machen da ein Loch ein, machen noch einen Kabelbinder und dann ist gut. Ja, dann los. Go, baby, let's go! Der Grenzgängerhose schneide ich den nicht rein. Oh, Mensch! Geht hier ab. Danke sehr. Krieg eine Rakete geliefert. Nice. Ja, das geht erstmal, so. Erstmal auch für die Funktionen habe ich das hier gestern für die Optik. Ja. Gut, hier. Aber die ganze Zeit. Was? Let's go! Also, ich sehe noch ein bisschen grau von der Straße. Komm, meine Karre bitte warm laufen. Herzliches Wenjuckts, würde ich mal sagen. Was ist das schon wieder für ein Spielzeug? Akku flex, Digga. Flex, flex. Genau da. Hallo! Mach niemals Dittler sauber, wenn er ein Messer in der Hand hat. Genau deine Linie, ne? Let's fucking hit it, man. Tag 2. Bierpong, Duell. Let's hit it. Heiko, Dittler, let's pop it. Gegen Max. Max und Max. Digga, glaubst du, du alleine kannst es potenzieren hier? Die Max hoch 2 Power beim Bierpong. Bist du bereit? Bist du fresh? Hast dich vorbereitet? Gut, auf Merch. Sean! Oh, Bruder, Digga. Max for President. Ja, du musst den geben. Der erste, wer sieht denn eine Simba und 4? Fort them young. It's fucking hit it. Alter, wow! Das Video wird so fucking wasted schon wieder. Für einen dritten Gang Rolli will ich. Haut jetzt alle weg, wen juckt's, Mann. 3, 2, 1, let's go! Das ist ein Lärm hier für den dritten Gang, Digga. Das ist fucking hit it, man. Mehr go! Ach, ihr habt sogar Energy, Mann. Digga, der ganze Scheiß hier ist so warm, Mann. Ja, wahrscheinlich leer. Wahrscheinlich. Was geht ab, Leute? Tag 3. Jenrik hat zum ersten Mal gerade geduscht. Der hat mir sogar eine neue Unterhose angezogen. Kann ich nicht verstehen, hier machen so viele Keks Lärm. Wir sind übrigens jetzt auf dem Scheiß-Meet und finden es richtig kacke. Und wir können nicht mal Mucke machen, weil unser Stromgenerator im Arsch ist. Okay, da hat irgendjemand schon wieder 2-Takt-Scheiß oder so reingetankt. Diese Eskalationsstufe ist erreicht. Wir sperren jetzt die Straße ab. Die Straßenblockaden werden aufgebaut. Wow. Ja, und der Erste liegt. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Genau da stand vorhin noch die E-Klasse von Heiko, weißt du, genau da. Ja, Digga, wär komplett reingegangen, Mann. Abknicker-Zentrale, yo, es wird Dittler und Robin, die hauen gerade ab.
Steil! Oh mein Gott! Bevor ich jetzt den 100. Rolli reinschneide von Hagen, bewege ich mich einfach gar nicht mehr und filme einfach aus dem Trance, wo wir ihn jocken. Das ist so stumpf. Wie neidisch bist du gerade? So viel. So viel Durstlöscher Season hier an der Tankstelle. Erstmal die Zweitakter wieder ein bisschen fütter. Er wollte eben 102 Oktan tanken, als ob sie das brauchen. Wurme, er sich versteckte. Hallo. Ich hab dir gesagt, du sollst Robin die Akkuflex nicht geben. Weiß. Aber er wollte, er hatte so viel Spaß. Ja, ja, richtig Goon-Style. Oder lass einfach direkt komplett weg. Aber wir kriegen noch einen Kasten, ne? Palette. Ich hab gesagt, Dosen. Oh, Digga. Einmal dein iPhone. Präsente mal. Ist das noch Hearts Life, Digga? Und jetzt guck dir den Neunjährigen an. Ey, zeig mal kurz dein Handy so. Mach so. Wen juckt's? Ich lass dich dann nochmal. Geiler Alter. Bock. Aber heute die eine Politistin, die uns ranzieht, Digga, Bruder. Ich so. Muss los, Mann. War schon nach. Baby, let's fucking hit it, man. Gut. Kauft Merch, Mann. Genau. Seid auch solche geilen Typen. Der erste Kasten von vor einer halben Stunde. Wir haben halt nicht mal Mittagessen gegessen, Abendessen gegessen. 19 Uhr. Wie spät? 19 Uhr. Mein Stuhl. Alter, wie genussvoll. Den juckt's. Wasser? Wir haben Bier. Da. Ist gut. Scheiß Keks, Digga. Die werfen wir gleich mit Bier ab. Wir haben jetzt genug Bier. Gut. Sehr gut. Soll ich will hier so schnell weg, ne? Hält ihm daher ein, dass er das senden wollte, dann braucht man einen Schlüssel. Ah! 280er! Ich mal schon gib ihm auf dem Dorf zum Kaffee zu fahren, ist ja im Motor gut, du. Er macht die Frau voll zur Sau, dass die Felgen nicht poliert sind. Gib mal ihren Schlüssel jetzt. Wollen wir ein Bier trinken, Meister? Und hier hol dir jetzt, was macht ihr noch? Ich hab jetzt hier schon vorgespannt, ne? Ja. Und mit der anderen machst du ein Loch rein. Eddie, jetzt mach doch nicht auf Opa hier. Trotz, dass Eddie das nicht in Ordnung findet, dass wir hier Bier shotgunnen, wir machen das natürlich trotzdem. Die Kamera sauber. Und schon ist die Büchse leer. So geht's mir auch, Leute. Oh, was machst du denn? Bier trinken. Das ist ein anderer Schwachsinn als Bier, den man gemacht hat. Ach so. Komm, spring rein, Bruder. Schönen Abend euch noch. Ja, gleichfalls. Let's go. Ey, warte, geile Alte. Warte, bleib stehen. Hagen hat neun Freunde. Alter, was geht jetzt ab? Wie neun Freunde? Was? Ja, wie verschreit ist Hagen denn, Digga? Ist das der Kompressor? Mein Bier. Ja, Alter! Zaubertrick. Ja. Kannst du Hagen filmen, wie er Rollies macht? Die Erkenntnis kommt zu spät. Was soll der Scheiß? Ja, aber der Grill läuft jetzt besser. Ja. Grillen läuft. Good party, people. Es wird jetzt wieder ein Rolli gedroppt. Dropping Rollies, man. Hit it with the ball. Und in. Schwarz ist es nicht. Wieso? Schwarz? Schwarz? Sehr gut, sehr gut. Die Rollies sind da mittlerweile auf jeden Fall drin, Digga. Mach mal Abmoderation. Morgen ist noch zum Friseur. Peace out. Gut, danke fürs Schauen des Videos. Wir verabschieden uns jetzt hier aus Nordhaus. Alter Schwede. Würde man sagen, verbrannte Erde.